Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video mit dem IHC 644. Heute werden wir das Thema Generator behandeln, aber nur grob den Generator behandeln, denn bei der letzten Probefahrt, nachdem ich das Getriebeöl gewechselt habe, ist mir aufgefallen, dass dann die Ladelampe sporadisch angeht. Habe dann die Spannung gemessen, die liegt so bei ca. 13,2 bis 13,4 bis 13,8. Also schon im Grenzbereich. Wir werden das jetzt prüfen, beziehungsweise wir werden den Kohlenbürstenträger ersetzen und dann dürfte das Problem behoben sein. So, ich habe jetzt schon mal den Kohlenbürstenhalter gelöst. Jetzt bauen wir den gerade mal kurz aus und dann schauen wir uns den mal an. Und wie man sieht, ist der ziemlich verschlissen. Also die Kohle sind komplett abgenutzt, wenn man das mit dem neuen vergleicht. Das ist ein Bosch-Generator, das ist ein typischer Bosch-Kohlehalter. Und wenn man sieht, das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. So. Jetzt bauen wir den neuen gerade ein. Uns gerade noch die Schraube zurechtlege, dass wir die gleich zur Hand haben. Man merkt das schon von der Spannung her. Es liegt ganz anders an als der alte Bürstenhalter. Man kann noch ein bisschen zurechtnudeln. Kurzerhand noch festgezogen. Stecker aufsetzen und dann werden wir nachher kurz mal laufen lassen. Dann prüfen wir nochmal die Spannung und wenn alles geklappt hat, dürfte die wieder im Regelbereich sein, so zwischen 13,4 und 14, noch was. Da müsst ihr nochmal nachschauen, wie weit der Höchstwert ist. Ist irgendwo bei 14, so. Dann machen wir noch ein bisschen Kontaktspray drauf. Ja. So, nachdem wir den Kohlehalter ausgebaut habe und neu eingebaut habe, funktioniert die Lichtmaschine wieder. Allerdings ist es so, dass sie nicht richtig geregelt wird. Sie pendelt manchmal um 13 Volt rum, dann um 13,8, manchmal um 14,5 und manchmal sogar um die 15 Volt rum. Das deutet natürlich darauf hin, dass der Regler kaputt ist und habe auch dann den Regler geprüft dementsprechend und so wie man sieht, hängt der des Öfteren hier in dem Kontakt. Wie gesagt, also der regelt nicht mehr richtig. Man sieht auch, dass der zum Teil nicht mehr in Ordnung ist. Da ist ein Teil rausgebrochen und ja, die sind eigentlich relativ günstig vom Preis her. Ein Originale von Bosch habe ich jetzt leider nicht gefunden. Ich habe aber einen Nachbau. Sieht genauso aus und steht sogar die Originalteilenummer drauf. Und jetzt haben wir den Original verbaut.
beziehungsweise den originalen Ersatz, von der Bauform her gleich. Und jetzt werden wir dann die Messungen durchführen und dann dürfte sich das wieder im Regelbereich einpendeln. Also wie gesagt, der neue Cola-Halter ist eingebaut und ich habe dann festgestellt, dass die Ladespannung viel zu hoch war und habe dann einen neuen Regler eingebaut, da der alte Regler defekt war, der ließ sich nicht mehr einstellen und jetzt gilt es den einzustellen. Zwischen 13,4 und maximal 14,8, also ich tendiere sogar eher zu 14,5, stellen wir den ein und ich werde, ja, so vom Bauchgefühl her so circa auf 13,8 einpendeln und bei dem Traktor ist es so, dass man dann noch eine Spannungsanzeige nachrüsten, damit man dann auch immer nachvollziehen können, wie die Spannung beim Fahren ist, um dann ab und zu auch mal hier nachzujustieren. Wie ihr seht, sind wir jetzt im Stand bei 14,5 Volt. Das kann man ganz einfach einstellen, indem man ihn da hinten die Nase nach unten biegt. Dann geht die Spannung runter. Wenn man sie nach oben biegt, geht sie hoch. Und jetzt habe ich ihn eingependelt auf 13,5, ja, 13,6. Jetzt schauen wir uns, wie das sich verhält bei Drehzahl. Also er hält die 13,5, jetzt könnte man noch ein bisschen nachjustieren, so bis 13,8, stelle ihn dann ein und ich habe es euch nur gezeigt, dass ihr es gesehen habt, wie das funktioniert. Also ich stelle ihn so auf 13,8 bis 14 Volt, stelle ich ihn ein und überprüfe es dann natürlich auch über diesen separaten Spannungsanzeiger während der Fahrt. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.